So, als nächstes dehnen wir die Brustmuskulatur. Dafür strecken wir die Arme seitlich aus, in Schulterhöhe, Daumen zeigen nach oben. Ziehen wir die Arme nach hinten so weit wie es geht. Klappen jetzt die Handgelenke nach außen und drehen die Hände so, dass die Daumen nach vorne zeigen. Diese Position auch wieder ca. 10 Sekunden halten. Das Ganze dann zweimal. Als nächstes dehnen wir den oberen Rücken, auch die Muskulatur der Schulterblätter, der Schulterzwischenblattmuskulatur. Wir machen die Hände zusammen, drehen die Ellbogen nach außen, Kinn geht auf die Brust, oberen Rücken etwas abrunden, die Hände nach vorne unten schieben und dabei die Schulterblätter auseinanderziehen. Blick geht nach vorne unten zum Boden, immer wieder die Schulterblätter etwas auseinanderziehen. 10 Sekunden halten. Lockern, das Ganze dann zweimal. Jetzt gehen wir mit den Füßen zusammen. Rechter Fuß geht über den linken Fuß. Die Hände gehen zusammen, Fingerspitzen nach oben schieben, Arme strecken. Wir neigen uns nach links zur Seite und schieben jetzt die Finger so weit wie es geht nach oben zur Decke und dehnen jetzt die seitliche Rumpfmuskulatur auf der rechten Körperseite. Zehn Sekunden halten. Arme gehen zurück, Füße auseinander. Linker Fuß geht über den rechten Fuß. Arme nach oben strecken. Wir neigen uns beide nach rechts und schieben jetzt die Fingerspitzen wieder nach oben Richtung Decke. 10 Sekunden halten und wieder zurück. Füße wieder im schulterbreiten Stand, Knie leicht beugen. Die rechte Hand geht von oben über Kopf zwischen die Schulterblätter, die linke Hand über Kopf auf den Ellbogen des rechten Armes und wir drücken den rechten Arm sanft nach unten, sodass die Hand zwischen die Schulterblätter wandert. 10 Sekunden halten. Wir dehnen den hinteren Oberarmmuskel, den sogenannten Trizeps. Dann Seitenwechsel direkt über Kopf. Andere Hand geht zwischen die Schulterblätter. Jetzt drückt die rechte Hand den Ellbogen des linken Armes sanft nach unten zwischen die Schulterblätter. Auch wieder 10 Sekunden halten und danach lösen. Als nächstes nehmen wir die Arme nach vorne, Kinn auf die Brust, Knie beugen und langsam den Oberkörper Wirbel für Wirbel einrollen. Wir gehen mit den Armen nach unten, Richtung Boden, dehnen die Muskulatur des Rückens, des unteren Rückens im Bereich Lendenwirbelsäule. Zehn Sekunden unten bleiben und dann langsam wieder aufrichten. Als nächstes dehnen wir die Muskulatur der Oberschenkelvorderseite. Wir ziehen das rechte Knie nach oben, fassen uns mit der rechten Hand am rechten Sprunggelenk. Ziehen das Bein nach hinten, schließen beide Beine, Oberschenkel sind parallel zueinander, ziehen die Ferse vom rechten Fuß Richtung Gesäß und schieben jetzt die Hüfte nach vorne. Jetzt haben wir eine maximale Anspannung auf dem rechten Oberschenkel. 10 Sekunden halten und Seitenwechsel. Linkes Bein, linkes Knie nach vorne oben ziehen, am Sprunggelenk fassen, beide Beine schließen, Ferse Richtung Gesäß. Und die Hüfte nach vorne schieben. Auch hier wieder ca. 10 Sekunden halten. Und das Ganze dann zweimal pro Seite. Jetzt kommt die Oberschenkelrückseite ran. Dafür strecken wir das rechte Bein nach vorne. Fußaufsatz auf der Ferse. Oberkörper klappt nach vorne ein. Knie des vorderen Beins etwas beugen. Gesäß Richtung
Boden nach hinten schieben, Oberkörper geht weiter nach vorne. Wir machen einen kleinen Diener und drücken jetzt die Ferse von dem rechten Fuß in den Boden. Andere Seite, linkes Bein nach vorne, Fußaufsatz auf der Ferse, Oberkörper klappt nach vorne ein, Gesäß geht nach hinten unten und die Ferse vom vorderen Fuß in den Boden drücken. Als nächstes dehnen wir die Wadenmuskulatur. Dafür machen wir einen kleinen Ausfallschritt mit dem linken Fuß nach hinten. Vorderes Bein wird gebeugt. Gleichgewicht, Körpergewicht auf das vordere Bein verlagern. Die Ferse des hinteren Fußes in den Boden drücken und die Hüfte nach vorne schieben. Zehn Sekunden halten, dann Seitenwechsel. Rechter Fuß nach hinten, kleiner Ausfallschritt. Vorderes Bein ist gebeugt, hinteres Bein ist gestreckt. Körpergewicht aufs vordere Bein verlagern. Ferse des hinteren Fußes in den Boden drücken und die Hüfte nach vorne schieben. So, jetzt machen wir noch ein paar Kräftigungsübungen. Der Andreas zeigt euch zuerst die Liegestütz. Liegestütz ist eine Kräftigungsübung vorwiegend für die Brustmuskulatur, für den hinteren Oberarmmuskel, aber auch der Rumpf wird dort trainiert. Wir zeigen euch zuerst die einfache Variante im sogenannten Gesundheitsliegestütz und dann die normale, schwierige Variante, die eigentlich jeder kennt. Zunächst einmal bitte die Gesundheitsliegestütz-Variante. Die Knie sind auf dem Boden, ganz genau. Durch Beugen und Strecken im Ellbogengelenk kannst du loslegen. Machen wir den Liegestütz. Auch da 10 bis 15 Wiederholungen, kurze Pause, das Ganze dreimal. So, jetzt bitte mal den normalen Liegestütz zeigen. Genau. Oberschenkel, Beine, Rumpf und Oberkörper in einer Linie. Ellbogengelenke beugen und strecken. Arme in Schulterhöhe, etwas breiter auseinander. Okay, danke. Als nächstes zeigen wir euch eine Ganzkörperstabilisationsübung, die sogenannte Plank. Die Planke im Unterarmstütz, den Körper strecken. Auch hier wichtig, Beine, Gesäß und Oberkörper in einer Linie. Den Kopf immer so drehen, dass die Stirn Richtung Boden zur Matte zeigt. Hier 10 bis 15 Sekunden halten, bisschen den Bauch einziehen bei der Übung, das Verspannung, Bauchmuskulatur haben und danach Pause. So, als nächstes zeigen wir euch eine Übung für die untere Rückenmuskulatur und die Gesäßmuskulatur, die sogenannte Bridge. In der Rückenlage Füße aufstellen, Beine ranziehen und jetzt die Hüfte nach oben schieben, Gesäß verlässt den Boden. Und einfach in dieser Position bleiben. Oberschenkel, Hüfte und Oberkörper bilden eine Linie, eine diagonale Linie. Die Arme liegen locker neben dem Körper. Der Kopf liegt die ganze Zeit auf der Matte. 10 bis 15 Sekunden halten. Und wieder nach unten und Pause. Das Ganze geht auch nicht nur in der statischen Variante, sondern auch in der dynamischen Variante. Mach's bitte nochmal, Andreas. Anheben, nach unten gehen. Kurzer Kontakt mit dem Gesäß zum Boden und die ganze Zeit anheben, abheben, 15 Wiederholungen und dann kurze Pause. Als nächstes zeigen wir euch eine Übung für die Kräftigung der geraden Bauchmuskulatur. Andreas befindet sich noch in Rückenlage, hebt jetzt die Füße an, im Sprunggelenk überkreuzen, Oberschenkel, Unterschenkelwinkel 90 Grad. Die Arme liegen seitlich neben dem Körper, etwas anheben die Arme. Handgelenke nach außen klappen, Oberkörper anheben, Kinn leicht Richtung Brustbein und jetzt die Hände 5 cm nach vorne schieben und wieder nach hinten gehen. Wichtig dabei ist immer, genau, dass das Schulterblatt immer frei ist und nicht auf der Unterstützungsfläche aufliegt. 10 Wiederholungen, langsam aufrollen im Oberkörper und wieder abrollen und wir trainieren die gerade Bauchmuskulatur. Jetzt zeigen wir euch noch eine Übung zur Kräftigung der Rückenmuskulatur aus der sogenannten Vierfüßlerstellung. Handgelenke unter Schultergelenk, Kniegelenk unter Hüftgelenk.
Streckt der Andreas immer den rechten Arm nach vorne und das linke Bein nach hinten. Genau. Bein und Oberkörper und Arm bilden eine gerade Linie. Kopf so drehen, dass die Stirn nach unten zeigt, damit wir nicht in der Halswirbelsäule überstrecken. Diese Position ca. 10 bis 15 Sekunden halten. Danach Seitenwechsel. Sehr gut. Zeigen wir euch noch die dynamische Variante. Fangen wieder mit rechts, links an. Rechter Arm, linkes Bein und führen jetzt unter dem Körper Ellbogen und Knie zusammen. Kurze Berührung und wieder strecken. Das Ganze ca. 10 bis 15 Mal pro Seite und dann Pause. Reicht, danke. Als nächstes zeigen wir euch noch mal eine Übung für die Rückenmuskulatur in Bauchlage. Hebt der Andreas jetzt mal den rechten Arm und das linke Bein gleichzeitig an und dann im Wechsel linker Arm, rechtes Bein. Immer anheben, absetzen, anheben, absetzen. Oberkörper ist leicht angehoben, Brustbein ist frei, Kopf ist so gedreht, dass die Stirn zur Matte zeigt. Auch hier 15 Sekunden, 20 Wiederholungen pro Seite. Lasst euch was einfallen und dann kurze Pause. Jetzt zeigen wir euch eine Übung zur Kräftigung der seitlichen Rumpfmuskulatur. Dafür liegt der Andreas schon in Seitlage, im seitlichen Unterarmstütz. Ellbogen ruht unter der Schulter und Unterarm, Rumpfwinkel ca. 90 Grad. Die Knie sind rangezogen an den Rumpf. Aus dieser Position drückt der Andreas jetzt die Hüfte nach oben, dass sie freischwebend ist und kräftigt somit die seitliche Rumpfmuskulatur, in dem Fall die rechte Seite. Kurz halten. 10, 15, 20 Sekunden, je nach Trainingszustand und danach die Seite wechseln. Die schwierige Variation sieht so aus, dass ihr beide Beine streckt im Kniegelenk, die Beine strecken und jetzt die Hüfte nach oben schieben. Etwas intensiver. Wenn ihr also fortgeschritten seid, könnt ihr gerne die Beine strecken und ihr habt einen höheren Trainingseffekt.